Kartoffeln, Kürbisse, Getränke. In diesem Supermarkt in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia gibt es vieles, was in anderen Geschäften auch zu haben ist. Doch hier ist alles kostenlos, jedenfalls für Bedürftige wie diese Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. Viele Freunde hier in der Gegend haben Probleme mit Drogen und psychischen Erkrankungen. Sie leiden. Als Mutter betrifft mich das auch alles. Einrichtungen wie diese hier sind sehr wichtig für uns. Es gibt Leute hier, die Hunger leiden, die krank sind. Sie brauchen Hilfe. Bei der letzten Präsidentenwahl ging Georgia mit hauchdünner Mehrheit an Joe Biden. Bei den anstehenden Zwischenwahlen könnten die Republikaner hier aber wieder die Nase vorn haben. Denn in Georgia leben viele Schwarze, die zwar traditionell zu den Demokraten tendieren, doch diesmal wollen viele gar nicht wählen gehen, wie dieser Mitarbeiter des Supermarkts. Er hat den Glauben daran verloren, dass die Politik etwas an der Situation der Menschen hier ändern könnte. Sie kommen hier rein und dann treffen Sie vielleicht auf einen Unternehmer oder einen Autohändler. Jeder hat seine eigenen Probleme, aufgrund derer er sich keine Nahrungsmittel mehr leisten kann. Alles ist so teuer geworden. Viele können sich die normalsten Dinge nicht mehr leisten. Umfragen zeigen, dass für die meisten US-Bürger die wirtschaftliche Situation und die hohe Inflation wahlentscheidend sind. Landesweit liegt die Teuerungsrate derzeit bei etwa 8%. Keine gute Ausgangslage für die Demokraten.